So, weiter geht's heute mit der nächsten Mission und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder am Start seid und wir machen heute die nächste Mission. In der letzten Folge haben wir den dummen Commodore ja getötet, nachdem wir ein bisschen unsere Problemchen hatten, ist er jetzt in dem Gelände bei dem Kollegen. Und heute geht's um das Feuerschiff. Commodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Okay. Na denn, machen wir das doch mal. Lass mich raten, wir müssen wieder irgendwen verfolgen. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Schiffe mit dem Mörser versenken. Die Royal Phoenix. Ich glaube, das ist das hier, was hier vor uns ist. So, was haben wir überhaupt als optionale Ziele? Nicht das, was wir auf die Reihe bekommen. Ein Schiff mit Hilfe von Fässern versinken und ein Schiff mit dem Mörser versinken. Drei insgesamt. Na geil. Sind bereit, Sir. Feuer! Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuerliches Feuer! Ein Wrack mehr! Feuer! Ah, komm schon, treff die Bastarde! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Da, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Ich gehe nach Tor zur Hölle! Feuer! Sie geht gleich unter! Feuer! Feuer! Schieß dahin, Sir! Ein Wrack mehr! Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Hass. Feindliches Feuer! Feuer! An Steuer, Captain! Geh verdammt, Jungs! Scheiße. Naja, gut. Wir müssen jetzt ein bisschen rankommen, glauben wir jetzt erstmal mit den. Also wir dürfen zwar nicht um die Schiffe kümmern, ne? Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Also verfolgen müssen wir nicht, wir müssen eskortieren, wir müssen killen. Also das, was ich jetzt. Captain, es darf nicht sinken. Lehsegel, wir reiten die Bö! Segelreffen raus aus der Bö! Mehr Segel! Alle Segel! Setzt alle Segel, die wir haben! Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Na geil! Gefecht zurück! Feuer! Verfluchte Augen! Bereit zu schießen, Sir! Wir treffen gleich auf! Upsi! Ein Wrack mehr! Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten! So, damit haben wir das auch. Feindliches Feuer! Achtung, Feuer! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist. Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist aufgeschützt! Ich gehe nach Tor zur Hölle! Feuer! Besten! Der Winkel des Feuerschiffs darf nicht sinken. Es ist unser Ass. So, dann gehen wir mal. Gehen wir mal darüber.
nicht runter auf den Grund. Der ist gesetzt. Nehmt die Rahn aus dem Wind. Die kriegen falsch beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Alle Segel setzen. Ein Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Bereit zu feiern! Ich muss jetzt gerade ein bisschen die Nummer raus hier. Die sind nicht allein, Sir! Feuer! Sie kommen ein Wrack mehr! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Das Messer könnte sie lahmlegen! Feuer! Das hat Schaden angerichtet. Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Steuerbord! Da, Frachter, Sir! Lehsegel einholen! Bramsegel einholen! Zieh! Zieh! Das Feuerschiff explodiert bald! Pass auf, Captain! Werft die Trab- und Bramsegel! Treffen, Männer! Rahmsegel einholen! Segel setzen! Wir sind durch! Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft! So, jetzt müssen wir mal raus aus der Nummer hier. So, das Schiff hat zumindest mal seine Aufgabe. Nur die Ruhe fällt bei ihm. Geh weg! Bereit! Mörser, da! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Verleitbar, Captain! So. Jetzt machen wir mal raus aus der Nummer hier. Wahlensicht! Ein Buckel wie ein Eisberg! Top, geschafft, oder was? So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Die tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Und das ging relativ schnell jetzt. Ein Schiff mit Hilfe von Mister versenken. Wir haben also beide Ziele nicht geschafft. Zumindest die optionalen Ziele nicht. Ist aber dann aber eine Wurscht. Fakt ist, die Aufgabe ist erledigt. Alles andere ist einfach unwichtig. Ist nun eine relativ kurze Folge. I know this. Ich weiß, dass es heute jetzt mal gerade relativ kurz war. Aber nun ja. Es ist halt einfach mal gerade so. Great Inagua, Oktober 17, 18. Oh, Kit, James Kit. Ahoi, Kit. Hast was verpasst. Ei, schade das mit Nassau und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Upsi. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Nein. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. So. Mission erledigt.
Ich guck gerade mal, ob wir noch irgendwo eine Hauptmission haben, die zumindest in der Nähe ist. Also hier auf den Seite ist es zumindest nicht so weit. Ich dachte mir, geil, wäre schön, wenn sie jetzt da oben wäre. Nee, sie ist aber... Da ist sie erst. Da oben ist sie. Kann ich da jetzt hinreisen, oder was? Jo, Abaco Island. Na ja, gut, dann müssen wir nach Abaco Island. Es geht jetzt eh erstmal straight damit, nur die Mission. Wir machen jetzt erstmal nur Mission. Vieren und Fahrt aufnehmen! Komm ich da jetzt einmal rum? Wir verschwinden mal kurz in die andere Richtung. Lassen wir die Dreie, die da rumkreuchen und fleuchten, ein bisschen in Ruhe. Zu 100% werden wir das Spiel sowieso nicht durchkriegen, das ist ganz klar. Ich will es mir jetzt auch irgendwann mal zu Ende machen. Und dann wird es erstmal weitergehen mit. Ja, wahrscheinlich ist Assassin's Creed 3. Bin mir aber noch nicht sicher, wie weit das irgendwie nicht Bock drauf habe. Kann aber sein, dass wir Assassin's Creed Valhalla angehen. Aber vielleicht auch nicht ganz sofort. Zeichen, Captain! Sie bricht auseinander! Adieu! Genau, wo sind die Mission? Sie ist das Stück dahinter oder nicht? Wisst ihr, was wir machen? Wir machen, da die Folge eh schon so kurz, machen wir mal, gehen wir mal eine Runde harpunieren. Wir gehen mal die Wale jagen. Möchte aufzuspießen. Frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain. Blöde Frage, wie kann ich abonnieren? Ich will nämlich abonnieren. Frisches Fleisch, Captain! Harpune bereit! Nee. Kopf, Ram, Nachsegeln! Einholen und aufgreifen! So funktioniert's. Wir gehen jetzt mal eine Runde harponieren. Bereit, Jungs? So. Wo ist das Viech? Das ist es! Ruhig jetzt! Es geht los! Guter Schuss, Captain! Hoppala! Er wird schwächer! Geschafft! Er färbt das ganze Meer rot! Hab ich! Ich lege mit der Schwanzflosse! Treffer! Jawohl! Ha! Er hat sich losgerissen! Scheiße! Da kommt etwas! Bestimmt kommt er doch zu, auf und zu, oder was? Das ist es! Ruhig jetzt! Oh, yeah, 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 yeah. Er ist gefährlich! Ich habe ihn zumindest wieder an... Dings bekommen. Die Viertel habe ich jetzt weg. Aber wir haben schon ein bisschen Leben. Ist das da oder was? Da ist er! An Steuerbord! Wir haben ihn an der Leine, Sir! So ist gut. Mach dich nur Rüge. Unter Schuss, Captain! Hey, hey, hey. Nee, das war zu hoch. Das war auch zu hoch. Er wird schwächer! Ach, hey, aufgehalten. Ja! Wenn die Seil ist gerissen! Augen auf, Jungs! Halbe Leben hat er noch. Bindet es fest! Die Haken! Sonst schlüpft er uns noch davon! Festhalten! Ich hab den doch erwischt, oder nicht?
Und dann machen wir es nochmal. Zur Jagd, Männer. Bereit, Jungs? Festhalten! Festhalten, Männer! Seht ihr das, Leute? Geschafft! Ha! Der Schaf! Er schlägt mit der Schwanzflosse! Hab dich! Er hat sich losgerissen! Geduld, Geduld! Sind es das Schaf? Der Schaf! Ein zähes Würstchen! Kommt er. Da ist er, an Steuerbord. Bindet es fest. Er zieht an, Captain. Ah, ja. Ha. Das Biest ist verletzt. Er schlägt mit der Schwanzflosse. Der Schaf ist aufgehalten. So, bereit. Alter. Ich würde eigentlich gerne mal. Ich würde so ein Warn mal gerne mir erlegen. Das wäre total toll. Also. Raus aus dem Wind. Wir probieren es noch ein. Oder muss ich das Ruderboot tatsächlich erst selber verstecken? Einmal probieren wir es noch. Bindet es fest! So ist gut. Mach dich nur müde. Ja! Das Biest ist verletzt! Das Biest ist verletzt! Ja! Hab ihn! Er wird schwächer! Voll mit dem Schwanzblut! Er färbt das ganze Meer rot! Das Biest ist verletzt! Ich sehe nichts! Ruhig, Männer! Oh, Alter! Ein zähes Würstchen! Ist das nicht dein Mutter? Ist das krass, dass der von der anderen Seite gekommen ist? Wo ist der? Er ist vor dem Backbordbug! Da. Du hast ihn, Captain! Der Zar! Erwisch! Seht ihr das, Leute? Das schmeckt ihm nicht, ha? Steck mit der Schwanzflosse! Geschafft! Das Biest ist verletzt! Er ist los, Captain! Seht ihr irgendwas? Vorsicht, Jungs! Ach Mann, ich hab doch das Vieh. Ich hab den doch dran gehabt schon wieder. Ich hab das Vieh doch schon wieder dran gehabt. Also muss ich. Naja, nicht schlimm. Schade, ich hätte ihn gerne mal mitgenommen jetzt und so eine Wahl, aber. Nö, ist nicht. Nicht schlimm, alles ist gut. Ich befürchte, dass wir das Ruderboot tatsächlich als erstes ja so ein bisschen aufbauen müssen und wir mit Updates. So. Ja, nehmen wir mit, Metall. Gucken wir mal gerade kurz, was wir die Mission angehen. Warte mal. Ich will sie mir markieren kurz. Damit wir wissen, wie weit wir es gehen. Nicht in Frieden, heißt sie. Okay,
So, und diese Mission gehen wir dann in der nächsten Folge an.